Heute ist Palmsonntag. Palmsonntag, der letzte Passionssonntag, der Beginn der Karwoche, in der wir ganz intensiv Jesu Weg verfolgen. An Palmsonntag denken wir an Jesu Einzug in Jerusalem. Jesus auf dem Esel, Palmzweige, alle Augen auf Jesus und das Volk, das Hosianna ruft. Und das rufen wir ihm heute auch mit unserem Lied zu. Aber was bedeutet eigentlich Hosianna? Eigentlich bedeutet es "Hilf doch", ist also ein Bittruf. Mit der Zeit hat sich dieser Bittruf weiterentwickelt. Er wurde sozusagen zu einem Heilsruf, in dem zwar immer noch eine Bitte enthalten ist, aber auch schon das Vertrauen auf eine sichere Rettung. Mit dem Hosianna-Ruf wenden sich die Menschen also als Bittende an ihren König oder Gott, jubeln aber zugleich auch schon ihrem Retter zu. Und darum rufen wir auch: Hosianna, schenke uns Heilung. Hosianna, durch dich wird Zerbrochenes wieder ganz. Hosianna, schenke uns Stärke. Hosianna, aus deiner Nähe schöpfen wir Kraft für alles, was uns begegnet. Hosianna, schenk uns einen Neuanfang. Hosianna, in deiner Nähe schauen wir hoffnungsvoll in die Zukunft. Hosianna, Jesus, du bist der ganz unkonventionelle König, der in einem Stall zur Welt kam, der nicht auf einem majestätischen Pferd reitet, sondern auf einem Esel. Hosianna, Jesus, du bist Gott. Amen. Der Blick zu dir, Herr, gibt uns Kraft für jeden Tag.